take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad Benny Challenge hier in diesem Video. Wir wollen heute wieder ein Informationsvideo für euch raushauen. Und zwar wollen wir uns heute um die Weekend League sowohl in aktuellen FIFA 21 als auch im neuen FIFA 22 einmal kümmern. Da gibt es brandneue Informationen. Ja, und sonst werden wir alles in Bezug aufs Team of the Season einmal bequatschen, denn heute Abend ist es soweit, das Premier League Team of the Season kommt rein in die Packs. Wir haben uns das gestern schon separat im Video etwas detaillierter angeschaut. Das werden wir auch heute kurz machen. Und sonst gibt es alle neuen Leaks und alle neuen frischen Informationen, die es Stand jetzt so gibt. Ich würde sagen, wir starten rein. Bevor wir reinstarten in das Video, lasst kurz Liebe da auf dem Video, Jungs. Nehmt euch kurz 2 Sekunden Zeit, um einen Daumen nach oben da zu lassen. Lasst uns die 3 Likes so schnell wie möglich gerne vollkriegen. Und falls ihr generell kein Team of the Season Content mehr verpassen wollt, dann tut doch einfach eins, unten die Glocke aktivieren. Abo dalassen auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Kostet nichts, Jungs, und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, es geht los. Vorab, kurze Information, habe ich hier einmal aufgemacht. Hier, das Team of the Season der Bundesliga. Wir können es aktuell wählen, falls ihr dazu ein separates Video, beispielsweise jetzt am Mittag upload, zum Beispiel morgen oder am Sonntag oder so sehen wollt, wo ich mein Bundesliga Team of the Season einmal wähle, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Auch das mit einem Daumen nach oben. Ein Kommentar, Jungs, mit eurer Meinung generell zur Weekend League. Über alles, was wir jetzt hier in diesem Video besprechen, gerne eure Meinung rein runter in die Kommentare. Damit würde ich sagen, starten wir rein. Ihr habt es eben schon gesehen, und zwar, es gibt eine neue Nachricht vom FIFA-Team, und zwar die Weekend League-Boni wurden nochmal geupdatet. Und zwar ist es da, das Team of the Season-Fest geht weiter. Hier kommen die Details zu den bevorstehenden Weekend League-Boni. Also jetzt quasi, heute fängt ja die neue Weekend League an. Und zwar ist es da, alle roten Foot Champions, Team of the Week-Items werden wie zuvor auch, durch rote Foot Champions TOTS Items ersetzt. Die TOTS Weekend League Boni, die garantierte Team of the Season Spezial Items, beinhalten entsprechende Team of the Season Teams, die zum Vorgabezeitpunkt in Packs erhältlich sind. Unten findest du die Bonusübersicht für die nächsten 5 Weekend League Wettbewerbe ab jetzt halt dem 30.04. Und da sieht es wie folgt aus. Und zwar gehen wir dann einmal weiter und scrollen runter. Die Top 200 bekommen ein ultimatives Team of the Week Pack, werden durch ein Team of the Season Pack mit 11 Team of the Season Spielern einmal quasi von dem jeweiligen Freitag, was halt davor released worden ist, ersetzt. Also, und das wird auch ganz, ganz oft nochmal fehlmäßig in die Kommentare reingeschrieben, ihr könnt keine Weekend League Rewards oder sowas oder Player Picks, Weekend League Player Picks, könnt ihr nicht bis auf das nächste Team of the Season irgendwie aufsparen oder sowas. Nein, das ist natürlich nicht der Fall, sondern, wie gesagt, wie es hier auch schon steht, und zwar aus dem Freitag der jeweiligen Woche, ja. Darum geht es halt, wie gesagt, immer, die sind dann in diesen Packs verfügbar. Und das Ganze geht dann weiter mit Elite 3, Gold 3 plus Silber 2-3, zum Beispiel Team of the Season Spielerwahl-Pack-Boni gilt ein Limit von 88er Gesamtrating. Bei Silber 3 oder höher ist es dann alle roten Foot Champions Team aus dem Währungs durch rote Foot Champions Items ersetzt. Also, das auf jeden Fall Information Nummer 1. Information Nummer 2. Voting ist da von der Bundesliga Team of the Season, vom Bundesliga Team of the Season. Wie gesagt, wenn ihr ein separates Video sehen wollt, dann sehr, sehr gerne. Lasst mich das gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Wir gehen weiter, und da haben wir ihn am Start, Jungs, gestern auch schon kurz informiert, euch im Abend-Upload. Der gute Bale ist am Start, war schon in-game, ich glaube, jetzt ist er nicht mehr in-game, war so abzurufen. Eine Flashback-Spieler-SBC. Ja, Gareth Bale am Start, 90er RM, und da können wir natürlich, ihr könnt eins und eins zusammenzählen, heute Abend im Packs das Team of the Season der Premier League drinne. Das heißt, wir können wahrscheinlich im Laufe der Woche, ob das direkt heute Abend ist, ob das morgen ist, ob das an einem Sonntag ist, ob das erst am Montag ist, mit einer Gareth Bale-Karte auf jeden Fall rechnen, und zwar mit einer Flashback Bale SBC. 95 Tempo, 91er Schuss, 88er Passen, 88er Dribbling und 82er Physis. Und ich glaube, sein Flashback geht auf folgende Karte, und zwar auf diese, wenn ich nicht falsch liege. Sagt mir, falls ich falsch liege, aber wir werden auf jeden Fall auch abwarten, wenn er dann offiziell rauskommt. Denn Stand jetzt hat er eine 85er Informkarte, und sein Upgrade von seiner 85er Karte können wir uns ja mal anschauen, wenn ihr Bock habt. 95 Tempo hat er jetzt hier am Start, plus 5 jeweils auf Antritt und Sprintgeschwindigkeit, dann der Schuss 91, plus 4 insgesamt, passend von 85 hochgegangen auf 88, Dribbling ebenfalls auf 88, ein plus 5, Def 70, plus 5 hat ein 75er Def jetzt am Start, und die Physis 86 Ausdauer, da am wichtigsten, Jungs. Die kriegt er ordentlich geupgradet. Plus 13 Ausdauer, insgesamt damit 82er Physis am Start. Also da auf jeden Fall ein guter Boost am Start. Mal gucken, was die SBC dann kosten wird. Aber
Auf jeden Fall erst gestern in Concepts verfügbar gewesen. Gareth Bale, Flashback-Spieler, SBC von Tottenham. Und bei Tottenham gibt es ja auch schon die ein oder anderen Links. Ndombele zum Beispiel. Gucken wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Ja, Bale habe ich, wie gesagt, ja gestern schon thematisiert. Und gestern auch thematisiert im Video haben wir diese neuen geleakten Pack-Codes oder wie sie auch immer nennen wollen. Und zwar haben wir hier einmal ein garantierter Premier League-Spieler, der 80 overall oder höher hat. Also 80er Plus-Pack der Premier League sozusagen. Ob das wiederholbar ist, ja oder nein, das bleibt noch abzuwarten. Vielleicht kommt es heute Abend schon, vielleicht kommt es an einem Sonntag, wo ja immer Upgrade-SBCs auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne zu sehen sind. Sonntag immer für mich auf jeden Fall, und das ist auch sozusagen die letzten Wochen immer so gewesen. Upgrade-SBC-Time, Upgrade immer Sonntag rausgekommen. Also mal gucken, ob es heute Abend direkt kommt zum frischen Premier League Team of the Season. Könnte natürlich auch sein. Würde ich jetzt nichts gegen haben. Und dann seht ihr in der Mitte, Jungs, einmal das Mittelfeld, das garantierte Mittelfeld-Eigenpack. Und zwar Prime oder Moments ist da am Start. Wir kennen das schon von dem garantierten Stürmer-Eigenpack, was wir letzte Woche hatten. Ist jetzt einmal in den Mittelfeld gezogen. Wahrscheinlich gibt es das Ganze auch als Defensiv-Eigenpack dann die Woche drauf vielleicht nochmal. Können wir auf jeden Fall mit rechnen, wenn wir logisch denken. Ja, und da haben wir ZM, ZOM, ZDM, LM oder RMs am Start. Aber das wird auf jeden Fall auch kommen. Eigen-Mittelfeld-Pack. Da die nächste Information für euch. Und dann seht ihr ganz unten, und zwar das Saudi League Team of the Season Spieler Pack. Und da ist jetzt die große Frage, Jungs, da nochmal der Bezug auf die Weekend League Geschichte. Hier wird von am Freitag der jeweiligen Woche veröffentlicht Team of the Season Pack Release. Also es wird vom jeweiligen wöchentlichen Team of the Season geredet. Ist das eine Bestätigung, dass heute Abend nur ein Premier League Team of the Season um die Ecke kommt, oder kommt halt wirklich noch ein kleineres? In dem Fall vielleicht sogar heute Abend Premier League und Saudi League Team of the Season. Da bin ich mal gespannt. Oder kommt das Saudi League Team of the Season, wie es die letzten Jahre auch war? Zum Beispiel erst an einem, wann war das, Sonntag oder Montag, kam dann diese kleine Liga sozusagen immer raus. Kommt die separat nochmal? Hat sie quasi einen eigenen Einstiegstag sozusagen und nicht den Freitag? Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Momentan sind ja zwei Team of the Season Impacts verfügbar, EFL und das der Community. Ja, und dann kommen wir zu dem ganz neuen, wichtigen Informationen. Und zwar hat es hier Langpart Leaks auf Twitter einmal gepostet. Und zwar FIFA 22 Nachrichten. Rivals und Foot Champions will be a two-tier system. Was heißt das? Und zwar Weekend League. Qualifikationen sind jetzt jede Woche. Jede Woche. Da heißt es dann, 5 Spiele sind da jeweils zu spielen, und zwar braucht man von diesen 5 Spielen 3 Spiele gewinnen, um sich für die Weekend League dann zu qualifizieren. Also da ein neues Qualifikationssystem, Modus sozusagen. Was haltet ihr davon? Ja oder nein? Oder feiert ihr es? Ja oder nein? Und dann steht es auch noch, can only enter 3 times a week. Also 3-mal habt ihr die Chance, das zu versuchen, aus 5 Spielen diese 3 Spiele zu gewinnen. Und dann steht es auch nochmal, erinnert direkt daran, similar to the old cup style of entering, Fragezeichen, more info coming. Und dann steht, just heard that the retries and win requirement isn't 100% finalized. Also das ist noch nicht 100%, aber das auf jeden Fall schon mal fix. Und dann geht es weiter, und zwar haben wir hier nochmal von einem anderen Account bekommen, diese Information, wie gesagt. Aber was wichtig ist, ist dann hier diese Information, und zwar FIFA 22 Info. Breaking: Foot Champions in FIFA 22 will no longer be 30 games, it will be less games. Die Anzahl ist noch nicht bekannt, auch das von King Langpart, quasi in Anführungsstrichen geleakt. Donk Trading hat es zum Beispiel auch auf seinem Twitter-Account reingeballert, und zwar Breaking: Foot Champions games are being reduced below the current 30 games a week. No confirmation how many there will be. Thoughts. Ja, also das sieht exakt so aus. Also wir wissen auf jeden Fall, und das ist meiner Meinung nach positiv, schreibt mir das gerne mal rein, ich finde es mega geil, keine 30 Spiele mehr am Wochenende. Mega gut. Ich habe schon gehofft, dass es das FIFA 21 geändert wird, aber FIFA 22, keine 30 Games mehr am Wochenende. Bin ich gespannt, wie die das Ganze lösen. Zum einen natürlich, und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, in Bezug aufs Rewards-System. Ja, und zum anderen halt, wie gesagt, dann natürlich, wie viele Spiele werden es? Werden es 20 Games? Ich glaube, am PC sind es oder waren es 20 Games? Ich bin mir gerade gar nicht genauso sicher. Am Wochenende, da ist es eh schon keine 30 Games mehr. Ist das eigentlich immer noch so? Da kurze Bestätigung für die, die am PC zocken. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber das meiner Meinung nach auf jeden Fall ein großer Win.
Dass halt, wie gesagt, dieser Fokus nicht mehr liegt. Jungs, das ist einfach Freitag, Samstag und Sonntag bis Montagmorgen 30 Games ballern. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin richtig früh. Im Verhältnis zu den alten FIFA-Teilen bin ich dieses FIFA richtig entspannt an die Weekend Leagues immer rangegangen und habe kaum gehasselt, Jungs. Kaum gehasselt und bin einfach ganz entspannt entweder reingegangen in die Weekend League und dann einfach mal ganz entspannten 14 Siege aus 16, 17 Spielen geholt. Und dann hatte ich genug. Aber aus 30 Games dann diese Schwitzerei, Jungs, ganz ehrlich, da hat niemand Bock drauf. Und insofern, wenn das wirklich so kommt, ja, dann Big News, meiner Meinung nach, richtig coole Geschichte. Ja, und dann gehen wir jetzt zum Abschluss dieses Videos nochmal kurz zu Footbin. Denn Footbin hat jetzt tatsächlich alle Team of the Seasons für heute schon mal reingeballert. Gucken wir uns heute Abend wahrscheinlich dann im Video, wenn die dann in Packs drin sind, dann auch nochmal detailliert an. Und da muss ich kurz, ich weiß nicht, ob es, kann man es als Kritik nennen? Man kann es schon Kritik nennen, theoretisch. Ich bin nicht so einverstanden mit den jeweiligen Ratings. Wir gucken uns mal beispielsweise Fofana an. Wir haben Shaw und in den alten Team of the Weeks haben wir es hier auf der beliebten Seite. Ja, genau. Und Wan-Bissaka beispielsweise. Theoretisch am Start. Und Premier League Team of the Season. Ja, hier auf der Startseite ist er nicht. Ja, ich werde euch gleich sagen, was ich meine. Und zwar bei Fofana. Wir haben eine 86er gerated Karte damals gehabt. Zu, was war denn das? Future Stars. Als Objective-Spieler. Frei ergrindbar. Und jetzt hat er einfach ein Plus 3 Upgrade auf sein Team of the Season bekommen. Er hat doch eine mega gute Saison gespielt. Kriegt aber jetzt einfach nur noch ein Plus 3 drauf. Also sorry Jungs, das kann ich nicht ganz verstehen. Wir gucken mal, wir warten mal auf die Ingame-Stats, die heute Abend dann hoffentlich noch dazukommen. Und dann haben wir in Shaw beispielsweise, genau, jetzt weiß ich auch, mit dem ich das vergleichen wollte. Wir haben Shaw, Linksverteidiger, 89er Rating. Und dann haben wir Digne bekommen, er hat ein 90er Rating als Moments. Ein höheres Rating als der Team of the Season von Shaw. Und dann gehen wir einen weiter, Wan-Bissaka, auch Außenverteidiger der Premier League. Jetzt nicht so die Bombensaison gespielt. Hat aber 92er Rating. Und da bin ich ganz ehrlich, verstehe ich die Ratings nicht. Und da sind wir auch bei einem beispielsweise De Bruyne, wo er genau das gleiche Rating hat wie sein Team of the Year. Ja? Hier können wir das jetzt wunderbar nochmal vergleichen. Und die Unterschiede sind minimal. Ja? Wie gesagt, das hier jetzt eine ZM-Version am Start, also der 5 mehr Dev und 2 mehr Physis, sonst minus 1 jeweils auf die Stats. Also eigentlich gar nicht relevant. Ja, wenn ihr den habt, und der ist jetzt bei 1 Million, Jungs. Guckt euch das an. Also ist gestiegen, weil alle ein gleiches Rating. Und das gleiche können wir jetzt bei Fernandes machen. 97er Team of the Year. Lower Grading Team of the Season. 2,6 kostet er jetzt. Und das habe ich gestern schon im Video gesagt. Der ist natürlich hochgegangen, weil alle gedacht haben, dass die Team of the Seasons natürlich höher gerated sind. Und da will ich euch noch was kurz zeigen, Jungs. Und zwar, wenn wir auf die Generations gehen und uns von De Bruyne beispielsweise sein Team of the Season aus dem letzten Jahr 99er Rating, Jungs. Ja, Team of the Season so far, ultimatives Pack, Team of the Season. Und da hatten wir zum Beispiel auch einen 99er Van Dijk am Start. Also das Premier League Team of the Season hatte letztes Jahr im Vergleich dazu einfach ein mega, mega Boost. Also die Mega Boosts waren da am Start. Trent Alexander-Arnold, kann ich mich noch dran erinnern. Jungs, so guckt euch die Rating an. Dann gab es ein paar 99er, 98er Mané, 99er Messi, 98er MAP. Ja, und dann fängt jetzt tatsächlich EA an mit einem 96er Maximal-Rating. Bei Salah ist es ja genauso. Und ich weiß nicht, was davon halten soll. Wir gucken uns heute Abend mal die Ingame-Stats an, aber da bin ich echt enttäuscht. Da bin ich echt enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass die Boosts halt heftiger sind. Und guckt euch das an, Jungs. Von jetzt. Da überlegt man sich das doch wirklich, oder? Da überlegt man sich das doch wirklich, ob man sich den Boost dann da holen soll oder nicht. Naja, gut. Das ist nun mal so. Wir gucken mal, wie das heute Abend aussieht mit den Ingame-Stats. Und dann können wir das nochmal vielleicht auch besser vergleichen. Gut, damit seid ihr auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Alle neuen Informationen, die es Stand jetzt gibt, gegen 12 Uhr an diesem Freitag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, zeigt Support, lasst Liebe da. Und wir sehen uns dann heute Abend, wenn das Team of the Season der Premier League in PAX kommt. Und damit würde ich sagen, was ist mit dem Video. Denkt dran, Jungs, heute gegen 20:30 Uhr kommt nochmal ein zweiter Stream. Da öffnen wir dann eure aufgesparten Sets.
Und nicht vergessen, wir haben natürlich die Upgrade-SBCs am Start. 6-8 plus Doppel-Upgrade, falls ihr das machen wollt. Aber vor allen Dingen natürlich die 80 plus Player-Pick-SBC. Davon wollen wir dann heute Abend relativ viele angreifen. Ihr könnt Deep Packs ready machen, Deep Packs etc. pp. Worauf ihr Bock habt, Jungs. Ja? Und dann auf eure aufgesparten Sets werden wir öffnen. Falls ihr also dabei sein wollt, 20.30 Uhr. twitch.tv/archigaming und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archigaming. Ciao, Leute.